Herzlich willkommen zu eurem Reisemagazin. Heute habe ich wieder drei tolle Geschichten für euch. Erstens, ein klasse Familienfest haben wir gefeiert auf Aida Perla. Dann, man kann auch der 100.000. in Norwegen sein. Das wird ein wunderbarer Tag. Und drittens lernen wir Anna kennen, eine Tänzerin. Viel Spaß wünsche ich euch. Wenn General Manager und Entertainment Manager zusammen ein riesiges Familienfest planen an Bord, dann könnt ihr euch sicher sein, das macht richtig, richtig, richtig Spaß. Und deshalb habe ich jetzt für euch ganz viele tolle, bunte Bilder. Guckt mal. Herzlich willkommen zu unserem kunterbunten Familienfest. Hier könnt ihr jede Menge erleben, egal ob den quietschebunten Familienspaß oder richtig leckere Kulinarik für Kids, Teens und Erwachsene. Außerdem wird es fotografisch, bunt, musikalisch und Luftballontale. Was bist du denn genau? Ein Gepard. Ein Gepard? Aber du hast ja schon eine Augenklappe und einen Bart. Ich glaube, du wirst ein Pirat, oder? Nein. Nein, wirst du nicht. Du wirst ein Gepard. Gib mal fünf. Das Kinderfest ist gerade in vollem Gange. Die Kinder werden geschminkt, hier gibt's Milchshakes, Luftballons werden geknotet. Unsere Clowns sind hier vorne und wir haben alle ganz, ganz, ganz viel Spaß. Bitte. Ich bin Matti und finde das Fest mega. Und dann gab es diesen einen ganz besonderen Gast, der war der 100.000. Besucher in Norwegen in Olden. Und der hat einen großartigen Tag erlebt. Und ihr seid dabei. Guck mal. You don't know anything. What's happening? No, I don't know anything. Okay. Then I will announce that you are our guest number 100.000 this year. Also das hätte ich gar nicht erwartet. Ich war überrascht so, oder ich wurde vorbereitet, dass irgendwie ein kleiner Empfang ist und dass der Chordirektor kommt und mich beglückwünscht. Ich dachte, der lädt uns vielleicht mal auf den Landgang ein, irgendwie im Zafenlokal, auf ein Fischbrötchen oder sowas. Cheers, have a beautiful day. Thank you very much. Ist schon ein super Gefühl auf jeden Fall. Ich glaube, das wird auch ein super Tag bei dem tollen Wetter. My name is Sølve, and I'm the marketing person for cruise in Åfjord. I'm working for the Port Authority, and today we're so happy to have guest number 100,000 following your ship, Aida Luna. And that is why we're on top of this mountain, the Hoven Mountain. We received a gift that was a free tour for the gondola to a 1,000-meter high mountain. And Luna Skylift, which we are located on now, was opened by Her Majesty the Queen of Norway last year, May 20th last year. Das ist schlichtweg atemberaubend. Das ist richtig toll. Es ist eine der 10 steilsten Gondelfahrten überhaupt, die es auf der Welt gibt. Das Krasse an der Gondelfahrt war halt, dass die Gondel so steil ist und keine einzige Pfeiler, die abstürzt, bis auf den untersten im Tal und den oberen auf dem Berg. Also wir haben ja gehört, dass wir noch was Tolles vor uns haben, dass da gleich noch ein Helikopterflug stattfinden soll zum Gletscher. Das könnte das Ganze ja jetzt im wahrsten Sinne des Wortes nochmal toppen, aber mal schauen. Musik.
Es war ein super einmaliges Erlebnis, also das ist schon ein super Highlight der ganzen Reise auf jeden Fall, der Tag heute. Eine Mischung aus Angst von der Höhe. Also man darf auf jeden Fall weder beim Hubschrauberflug noch bei der Seilbahn Höhenangst haben oder muss einfach weggucken. Und dann war die Angst aber ganz schnell umgeschwenkt in Aufregung und Freude und einfach muss man erstmal sacken lassen, das Ganze. Also wir haben viele tolle Sachen gesehen, die hoffentlich anderen AIDA-Gästen auch bald zuteil werden können. Allein da hochzufahren auf den Berg und runterzuschauen auf das Tal und die Gletscher, beeindruckend. Ich freue mich immer ganz besonders, wenn ich euch Mitglieder aus unseren Ensembles vorstellen kann, die so ein bisschen aus ihrem Leben, aus ihrem Alltag erzählen. Heute Anna. Hello, my name is Anna. I'm 23 years old and I'm solo dancer for AIDA. I work with AIDA since 2016 and I'm very happy to be here and to do a job which I really like. When I was a child, my mom just sent me to a dance class and maybe a few years I really hate this because it was really hard. It's really hard job to come every day to do like a classical class for one and a half hour, and for a child for 6 years it's really hard. But then I don't know, something changed on me and I just start to love it. I start to love this pain, this emotion on stage. Before we come on board, we go to Hamburg for our rehearsals. In Hamburg we stay around 1.5 months and we prepare ourselves for shows, for work on ship. On AIDA we have a lot of different shows like main show, dance show, rock show. They are so special and so different, but my favorite is rock show. Satisfaction for me is favorite show because I need to push a lot of energy, a lot of emotion on it. And it's really strong. You need to have really strong character, and I just love it. Also, I love prepare for this show because it's crazy costumes, crazy makeup, and crazy hairstyle. It's a lot of work for me, for our dressers, and it's really interesting. Also, big part in preparation takes warm-up. It's so important for dancers, singers as well, and it takes time. It's like 30 minutes, 1 hour. We need to warm up our muscles, our bones, everything. Before AIDA, I worked for different companies in different countries, but I never get used to it. I always love to go on stage. Every time, like first time, it's like first love. Hope you enjoyed a little excursion to backstage life and see you on stage. Tschüss! Großartige Künstler, tolle Ausflüge und jede Menge Spaß gibt es bei uns an Bord auf jeder Reise. Und wenn ihr mehr wissen wollt, dann geht ihr ins Reisebüro oder auf www.aida.de. Und jetzt kommt sie, ich weiß, ihr habt drauf gewartet, die Verlockung der Woche. In Palma de Mallorca starten wir zur Westeuropa-Reise. Wir besuchen als erstes Barcelona und nehmen danach Kurs auf die andalusische Stadt Cadiz. Nach einer eindrucksvollen Fahrt über den Tejo erreichen wir Lissabon, die Hauptstadt Portugals. Als nächstes besuchen wir Leixões und Ferrol. Von hier geht es weiter nach Le Havre und Dover. Noch ein Halt in Rotterdam und wir erreichen das Ziel unserer Reise, Hamburg. Und zum Schluss wie immer die tollsten Bilder von unseren Schiffen mit wunderbarer Musik. Und ich wünsche euch eine tolle Woche. Bis dann. Tschüss. Auch wie er die Daumen hält, so sag ich ciao. Doch bitte schau noch einmal hinter dich und lach mich an und sage mir, was ist dein Wunsch für mich? Ich wünsch dir Liebe ohne Leiden und eine Hand, die deine hält. Ich wünsch dir Liebe. Dass dir deine